Hallo alle zusammen und willkommen zu einem neuen Part von Kingdom Hearts 2 Final Mix. In der letzten Folge haben wir einen Boss besiegt, also unseren allerersten Boss, der ziemlich anstrengend war, gegen einen riesigen großen Gegner, dessen Namen wir eigentlich noch gar nicht kennen, weil wir immer noch nicht wissen, wie diese Wesen eigentlich heißen. Und naja, als wir sie besiegt haben, dachten die Freunde von Roxas, dass wir mit Cypher abhängen, aber das war natürlich nicht der Fall. Und heute findet das Struggle-Turnier statt und wir möchten es natürlich gewinnen. Und ich nehme mal an, dass unser erster Gegner Heiner sein wird. Naja. Also dann, es kann losgehen. Ich hoffe, du hast eifrig mit jemandem geübt. Bereit, gegen Heiner anzutreten? Ich bereit. Ich bereit! Ich bin bereit, es kann losgehen. Gegen unseren besten Freund. Oh je, Mini. Das kann ja heiter werden. Hey, sorry about yesterday. What? You still worried about that? You need to learn to let that stuff go. I've got a lot on my mind. Sorry, man. Wait, what am I sorry for? Our first match of today's struggle tournament will be between Roxas and his best friend, Heiner. So, das Struggle-Turnier. Die Regeln. In einem Duell geht es um die Kontrolle über 200 Kugeln. Wer am Ende die meisten Kugeln hat, ist der Gewinner. Greife deinen Gegner an, damit er Kugeln fallen lässt. Tipps: Beobachte die Bewegung deines Gegners und erwidere die Angriffe im richtigen Moment. Wenn möglich, lasse keine Konterangriffe zu. Eine Strategie wäre es, herumzulaufen und sich über die Zeit zu retten. Ja, das ist die Feiglingstaktik und die... Aua! Die Feiglingstaktik, wollte ich sagen. Aber Heiner ist ganz schön aggressiv hier, muss ich schon sagen. Hätte ich von ihm nicht gedacht. Dass Heiner so aggressiv ist. So, das hätte ich nie gedacht. Oh, meine Nase juckt. Okay, bei Heiner ist es nicht so weglaufen, weil er muss man immer irgendwie blocken und angreifen. Ich habe jetzt nicht wirklich geblockt, ich habe ihn einfach nur gedodged in dem Fall. So, wenn es so weitergeht, hat er bald keine Kugeln mehr. Jetzt habe ich schon auch mal auf die Reihe gekriegt, dass ich alle Kugeln hatte. Das ist ziemlich lustig. Aua. Ich habe trotzdem gewonnen, weil er hatte nur 14 Kugeln. Aber naja. And the winner is Roxas. Not even friendship will slow this kid down, and Heiner put up a great fight too. I lost. Oh, I can't believe it. I guess I taught you well. I had a lot of fun fighting you. Yeah, well, I didn't, wise guy. Hey. Let's find a way to cheer you up. Nah, that's all right. Out of the way. You in a rush to lose? Don't mess with your elders. Whoa! Just look at those sparks fly. I guess Cypher didn't expect to fight one of his own boys. When did Vivi get so tough? You're
mine! I'm not sure what just happened. But the winner is Vivi! In a positively blistering comeback. That's not Vivi. Huh? Thrash him. It looks like Cypher's withdrawn from the struggle for third place. So I'm in third now? Oh, baby! Also sprich, ist Cypher jetzt eigentlich der Letzte. Gut, ist mir auch recht. So, dass es nicht Vivi ist, war mir irgendwie klar, weil Vivi ist doch eher sehr zurückhaltend. Und als wir ihn angesprochen haben, hat er irgendwie so gemurmelt, so Roxas und hehehehe. Und das ist dann doch ein bisschen sehr, sag mal, eigenartig. Ich bin mal gespannt, was er jetzt jedenfalls sagt. So, unser nächster Kampf wird sowieso gegen Vivi jetzt sein. Aber ich glaube nicht, dass der so sein wird, hehehehe, Roxas, I'm killing you, so in der Art. Gut, dann treten wir mal gegen Vivi an im Finale. Keine nur heute werden, wenn Vivi jetzt schon so super Cypher abgegangen ist, wird er bei uns genauso abgehen. Es ist Zeit für das Finale. Bist du bereit? Bereit, gegen Vivi anzutreten? Natürlich, es kann losgehen. Mehr als auf die Fresse kriegen kann ich nicht. Keep it clean, fellas. Und es ist definitiv nicht Vivi. And now, the match you've been waiting for. Roxas versus Vivi. Und Vivi geht hier richtig ab. Sag ich ja. Also Vivi kann hier richtig gut abgehen. Ich meine, er macht sowas. Ich glaube, er kann auf einen Angeprescht kommen. Ich meine, wenn er da hinten bleibt, ist alles okay. Ich habe kein Problem. Ich werde nicht davonlaufen. Doch, du wirst davonlaufen, Roxas. Schnapp ich mir das. 110, das passt gut, das reicht mir schon. Gut. Wenn er nicht zu mir kommt, dann gehe ich auch nicht zu ihm hin. Ich weiß, es ist gerade die Feiglingstaktik, aber mal ganz ehrlich, er kommt auch nicht zu mir her. Und wenn ich das so leicht gewinnen kann, dann ist es mir auch recht. Ich meine, ich glaube, er ist gerade ein bisschen sehr benommen. Ich habe 20 Punkte mehr als er. Und jetzt braucht er im Endeffekt auch nicht mehr zu mir herkommen. Ja, jetzt kommt er zu mir. Jetzt, wo es egal ist, im Prinzip. Es war irgendwie klar, dass es nicht Vivi ist. Weil es haben ja nur diese Viecher erst auf Roxas abgesehen und die anderen natürlich nicht. Warum so? Weil Vivi... Was hat Roxas Vivi eigentlich getan? Vivi ist ja eigentlich nur bei der Gang von Cypher dabei. Weil... Level up. Autsch. Das tat jetzt weh. Unnötig, aber gut. Au, das tat genauso unnötig weh. Aber schön, dass wir ein Level-Up bekommen haben und wieder voll geheilt sind. Oh.
Roxas. All right. Fight, fight, fight. You really don't remember. It's me. You know, Axel. Axel? Talk about blank with a capital B. Man, oh man. Even the Dusks aren't gonna crack this one. Wait a sec. Tell me what's going on. This town is his creation, right? Which means we don't have time for a Q&A. You're coming with me, conscious or not. Then you'll hear the story. Uh-oh. What's going on? Number 13, Roxas. The Keyblade's chosen one. Okay, fine. You asked for it. Nein, danke. Auf diesen Kampf kann ich gerne verzichten, wenn ich ehrlich bin. Brauche ich nicht unbedingt. Blocken kann ich auch nicht, weil ich keine Reflexion ausgerüstet habe. Alter, chill mal dein Leben, Mann! Nein, jetzt wird er gleich. Ah! Alter! Okay, das ging ja eigentlich. Aber trotzdem! Meine Güte! Ich hab den nicht so stark in Erinnerung gehabt. So it was you. Roxas! This man speaks nonsense. Roxas! Don't let him deceive you! Roxas! Roxas! What just happened? Huh? How did I get here? Ladies and gentlemen, Roxas, our new top struggler! Roxas? Jetzt können wir auch gegen Setzer kämpfen. Eigentlich haben wir im Prinzip das Turnier schon gewonnen, aber egal. Und ja, Vivi war von den Dämmerlingen besessen. Ja, jetzt wissen wir endlich, wie diese Gegner heißen. Das sind nämlich die Dämmerlinge. Und ja, und wir haben zusätzlich auch noch Axel getroffen. Einer der Organisationsmitglieder, die ich sehr gerne mag eigentlich. Allerdings nicht, wenn sie mich attackieren und ich mich nicht sehr wehren kann, weil ich gewisse Sachen noch nicht zur Ausrüstung stehen habe. So, Warum kostet Analyse eigentlich zwar inspiziert den aktuellen HP-Stand, dass dies und gleicher Drücke, um gegnerische Attacken zu parieren und reflektieren? Das werde ich jetzt ausrüsten, einfach aus dem Grund. Das hätte ich auch gerne bei Axel gehabt, tatsächlich, aber das ist ja einfach, ich weiß nicht, ob es hier geht, ja, dass ich blocken kann. Ich bin zwar nicht so gerne der Blockmaster, aber na gut, jetzt habe ich nur noch eine Potion. Puh. Wird spannend hier. Und wir sind schon Stufe 3 und haben schon 3 Bonus-Level, das ist schön. Also insgesamt sind wir eigentlich in Stufe 6, aber egal. Dann werde ich auch hier gleich speichern kurz. Ich speichere hier drüber tatsächlich. Ist mir eigentlich in dem Sinne egal. So.
Und dann werden wir jetzt mal gegen Setzer kämpfen und hoffentlich gewinnen. Wenn ich nicht gewinne, werde ich es nochmal machen. So lange machen, bis ich gewinne. Und er hat ein paar Kratzer im Gesicht tatsächlich. Kräftemessen sind ein wenig so wie eine Münze zu werfen. Lass uns einen guten Kampf austragen, ja? Fair und gelassen, versteht sich. Und was mir ganz wieder einfällt, weil er in irgendeinem Satz dann später Rucksack sagt zu Roxas. Nachdem Dis und Axel die ganze Zeit Roxas geschrien hat, hat sich das noch eine Weile angehört wie Rucksack. Ich dachte mir so, hört bitte auf Roxas zu brüllen, ich verstehe nur durch Rucksack. Und nun zum Kampf um den Titel, bist du bereit? Bereit, gegen Setzer anzutreten? Ich bin bereit, es kann losgehen. Mehr als verlieren kann ich nicht und meine Strategie ist, wegzulaufen. You two, play fair now. You're at the top of the bracket. There's only room for one up here. Well, may the best man win. Hey, Rucksack. How about you throw the match for me? Roxas! Focus! Let me win, and I'll make it worth your while. Get real! Roxas, our underdog hero, versus Setzer, our defending champion. The winner of this match will be the true champion. That's bragging rights for a whole year, folks. Whatever you think is right, you're wrong. And that is a big mistake. Ich geb dir gleich Big Mistake. Ah, warte, das war der, der so doppelt zuschlägt. Aua, du Pappnatz. Das ist genauso, wenn er mich jetzt angreift. Wenn er mich jetzt angreift, ich verliere dadurch Leben, wie ihr seht. Und das ist ein bisschen schlecht. Mich was zum Ring gefallen wegen dir, du Pisser. Aus dem Grund wollte ich Reflektor haben. Champion-Gurt erhalten, erhöht die Feuer-, Eis- und Blitzresistenzen. Merklich, deswegen wollte ich das unbedingt haben. 4 Kristall-Trophäe, Trophäe vom Struggle-Turnier. Sie ist mit 4 Kristallen verziert, hat aber keinen besonderen Wert. As promised. Thanks a ton, Roxas. One more treasure for us to share. I've got a present too, for all of us. Whoa. Kyrie, wait up!
feel like going out to the island? Tadis and Walk are all wrapped up in their ball game, and they won't go with me. Not today. Sorry. Aw, why not? Do you remember those boys who used to hang out with us? Riku? Yeah. I wonder whatever happened to him. I sure miss him. He's far away. But I know we'll see him again. Sure. Of course we will. And the other boy? What other boy? The one who was with Riku and me all the time. We played together on that island. His voice always used to be there. And now it's gone. I can't think of his face or his name. I feel awful about it. So I told myself, I'm not going to the island until I remember everything about him. Are you sure you didn't make him up? Naminé? Naminé, what's happening to me? Who are you? And that's not my name. I'm Kairi. Kairi, I know you. You're that girl he likes. Who? Please, a name. I'm Roxas. Okay, Roxas. But can you tell me his name? You don't remember my name? Thanks a lot, Kairi. Huh? Okay, I guess I can give you a hint. Starts with an S. Are you okay? What's that? A letter. I wrote it yesterday, to the boy I can't remember. I said that no matter where he is, I'll find him. One day. And when I stopped writing, I remembered we made a promise. Something important. This letter is where it starts, I know it. Wow. I hope he gets it. He will. Starts with an S. Right? Sora? Restoration at 79%. His progress is astounding. So, what happened? Naminé's encounter with Roxas put his heart in contact with Kairi's. And that in turn affected Sora. You see? Naminé. She's a wonder. She wasn't born like other nobodies. She can interfere with the hearts and memories of Sora and those aligned with him. But whose nobody is she? I could tell you. But first, perhaps you could tell me your true name. It's Ansem. It's an honor, Ansem.
No way! It's too soon. You can't seriously get rid of him. It's an order. Why do you hesitate? You, who has been ruthless towards those who turn their backs on the organization. But it's not like that. He didn't betray us. He can't come back. If he doesn't return, you know what you must do. Or you will face the consequences. So you'll turn me into a dusk. All right, I'll do it, if that's what you want. Dreaming. But which parts were the dream? Only 3 days left of summer vacation, so don't even mention that assignment. But we agreed we'd get it finished today. Yesterday, I fell off the station tower, didn't I? You wouldn't be here if you did. But man, that was a close one. Stop changing the subject. Okay, already. You win. We'll do the homework. Stupid independent study. So, anybody got any bright ideas for a topic? Maybe we could study the stuff that's happening to me. You know, the dreams and the guys in white. Forget it. What? You know, things have been weird with you in the town since the photos were stolen, right? Well, tomorrow, we're all gonna search the town and find out what's been going on. Lots of people are helping out. All that for me? I'll go get some ice cream. Da macht zurzeit dieses seltsame Gerücht die Runde. Wollt ihr es hören? Ihr kennt doch die Treppe am Abendrotbahnhof. Wir benutzen die doch andauernd, ohne groß darüber nachzudenken. Aber, und das ist das Seltsame daran, die Anzahl der Stufen ist unterschiedlich, je nachdem, ob man rauf oder runter geht. Im Ernst? Und es gibt noch 6 andere mysteriöse Geschichten wie diese. Fast wie die 7 Wunder von Twilight Town. Du meinst, wir sollten für unseren Aufsatz etwas darüber rausfinden? Pence, du bist ein Genie! Vielleicht mache ich ja noch mehr solche Gerüchte die Runde. Wir teilen uns am besten auf. Ich mache mich auf die Suche nach den 7 Wundern. Olette und ich hören uns nach 9 Gerüchten um. Komm, Olette. Bleiben noch wir 2 übrig, Roxas. Auf zum Bahnhof und mit dem Zug ins Abendrotviertel. Gut. Allerdings werden wir erst im nächsten Part in das Abendrotviertel fahren und uns die 7 Wunder von Twilight Town anschauen. Was hast du noch zu sagen? Irgendwas Gründes zum Abschluss? Der Hauptbahnhof ist gleich hier um die Anhöhe rauf. Fahren wir mit dem Zug zum Abendrotbahnhof. Innerhalb der Stadt ist die Fahrt immer noch kostenlos, glaube ich. Lieber Pence, glauben heißt nichts wissen. Aber gut. Ich würde sagen, das war's für diesen Part von Kingdom Hearts 2. Im nächsten Part geht's auf zu den 7 Wundern. Bis dahin. Ciao, ciao.